Die Fans haben das wirklich genossen. Bei ihnen sah das leicht aus. Sie haben heute viel Zeit auf der Strecke zugebracht. Gibt es einen Grund dafür? Ja, ich will Alonso jagen, aber ich glaube, der lässt sich nicht wirklich jagen. Zumindest nicht im Qualifying, da scheint er dann wohl, schätze ich einfach mal, zu schnell zu sein. Und seine Bestzeit aus dem freien Training war eine 1:34.336 auf den Rosas. Unsere Rosa-Zeit 1:34.710. Also knappe 4 Zehntel dahinter. Aber erst einmal, hallo und willkommen zum Qualifying aus Abu Dhabi. Ich habe mich an das neue Aero-Paket gewöhnt, der Wagen ist zuverlässig, das neue Triebwerk ist fantastisch, es ist wichtig, in Trainingssessions Daten zu sammeln, glaube ich. Sie haben heute ganz schön Lack einbüßen müssen. Tja, trotzdem danke. Das Alonso. Die Teamziele habe ich mir gar nicht mehr so genau angeschaut, aber Sektor 1 haben wir ja geschafft. Im freien Training, im Qualifying-Tempo. So, lass mich raten, Emma wünscht viel Glück. Mist. Sie hat hohe Erwartungen. Okay, gucken wir mal, dass wir die erfüllen können. Das Ziel im Qualifying ist laut Vertrag die 7. Sollte grundsätzlich möglich sein. Gucken, was das Skript dazu sagt. Wir sind hier am wunderschönen Yas Marina Circuit, wo gleich das Qualifying anfängt. Lehnen Sie sich zurück, genießen Sie das Ambiente und die Show. Ha, Show. Genau. Und 7-7. Bremsen machen auch einen ordentlichen Eindruck, deswegen wird da nichts geändert. Und Reifen keine 7 Zehntel von Reifenfarbe zu Reifenfarbe schneller. Los! Da war ein Haas. Ja. Also irgendwie sollte schon eine 33er drin sein. Für uns in Summe ja. Von Alonso ja. Und bei uns, ich hoffe ja auch. Ja, aber... Mal gucken. Das ist die aktuelle Teilabnutzung. Hatte gerade eine Wimper auf der Zunge. Die musste ich erstmal sorgfältig entfernen. Deswegen die langsame Spitzkehre da. Jeff, sei leise. Alles klar. Beinahe vergessen. Wetterbericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. Hier will ich eigentlich im 7. bleiben. Komme jetzt schon mit diesen schwachen Modi fast dahin. Sie sind vor Sinter hinter uns. Der bleibt hinter uns, den lasse ich jetzt nicht mehr vorbei. Jetzt ist aber gleich richtig nah dran. Wir können auf der Gerade ärgern. Mal gucken. Mist, zu spät eingelenkt.
mit unserem tollen Aero-Auto packen wir das schon. Nicht gut übersetzt. Das ist ein Richtungswechsel da. Und zu früh Gas gegeben. Eieiei. Nicht das Auto schon schrotten. Lassen wir mal vorbei. Jetzt muss ich mal so davon ziehen lassen und von hinten kommt gerade gar nichts. Alonso, eine 32er. Okay. Ach, herrje. Ist der bescheuert? Die 32er. Ich müsste einfach mal so 2 Sekunden schneller fahren. Er kriegt's hin. Ich werde es wohl nicht hinbekommen, denke ich. Nächster Anlauf. Die Strecke bleibt uns vor der Nase frei. Deutlich besser zwischen den kurz aufeinanderfolgenden Kurven den Wagen übersetzt. Mist. Das war zu viel des Guten. Ups, hab gar nicht umgeschaltet. Jetzt komme ich zu den Nasen. Ich glaube hier auch. Gut, die Runde wird auch nicht das Wahre. Aber ich will jetzt meine Position auf der Strecke halten, deswegen wird weitergefahren. Der Typ kommt hinter uns raus. Keine Zehntel schneller, Mist. Der Red Bull klebt jetzt hinter uns. Einer liegt vor uns, der Ricardo. Drei Zehntel Vorlauf. Zehntel schneller. Eine Sekunde schneller. 34.000. Punktlandung.
Was soll denn? Ne, die Runde wird nichts mehr. Einmal probiere ich es noch, aber Strom muss ich nicht sparen. Dazu wird jetzt die Reifentemperatur in etwa gehalten. Fahrer vor mir. Fernando vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:32,9. Ist noch kein Gelber hinter uns. Fahrer hinter mir. Ocon hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:34,0. Oh, naja, schneller als wir geht nicht bei 34,0. Außer er hat die Zeit eher gesetzt. Aber wir stehen ja vor ihm. Update Session. Okay, von den Autos ist ein Renault dabei. Alonso, hinter uns sind Ocon, Perez und Verstappen. Im Moment noch nicht. Die schnellste Runde bei 1:32,9. Zehntel langsamer, oh Mann. Mist, schneien. Siebenhundertstel Rückstand. Zwillin. Und 13 Rückstand, na toll. Sind Rückstand. Okay. Dann belassen wir das für Q1 mal. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Gehen wir mit dieser Traumzeit aus Q1 raus. Aber eine 39er muss drin sein. Ich muss es halt bloß mal hinbekommen. Alonso liegt über eine Sekunde vor uns. Und noch sind wir Zweiter. Bei all dem Rückstand, Alonso hat niemals so eine schöne Zeit wie wir gesetzt. Glaube ich nicht. Ja, weiß ich sogar. 32,9 bei ihm. Könnte 9,00 sein, aber eine 0,00 ist einzigartig. Ja, die beiden Williams sind gerade unterwegs. Bottas ist gerade im ersten Sektor. Alonso ist in jedem Sektor besser, Hülkenberg nur im letzten. Schlechter als Alonso. Aber gleich so viel. Der hätte da Verkehr. Aber auch Sainz. Deutlich hinter uns. Ah, deutlich. 2/10. Oh, schaut mal, Ocon. Der hat sich gedacht, ha, 34,001. Damit ist keiner schneller als ich. Und dann 34,000. Knappes Ding. Manometer. Also in Q2 bitte eine 39er fahren auf eine Runde. Ich gucke schon mal, was wir in der letzten Saison hatten. Jetzt habe ich wieder nicht geschaut, wie Platz 10 rundenzeitmäßig aussieht. Naja, ich fahre jetzt einfach schneller. Also in der ersten Saison hatten wir die Hypers, dann die Rosas und dann die Hypers. Nee, nicht Rosas, sondern Roten.
War aber nicht optimal. Rot und dann lila in Saison 2 und rot-lila auch in der letzten Saison. Noch in der 15 von rot auf lila und dann nach Hause. Ich konnte auf den roten starten. Bin ich in Q2 ausgeschieden? Ich glaube ja, ne? Das wird eh ganz schön schwierig. Wenn wir jetzt in Q2 ausfallen sollten, dann würde ich auch wieder auf den roten starten. Also, ausgeschieden sind schon mal nicht die beiden Ferrari, auch nicht die beiden Sauber, sondern Hartley, Gasly, Magnussen, Stroll und Sirotkin. Oh, Startplatz 20 für Sirotkin, sein allererster WM-Punkt in der Karriere, das wird schwierig. Und Bottas muss noch ein Rennen durchhalten, hätte er keinen einzigen Ausfall in 4 Saisons. Weniger Sprit mit. Alonso wird von uns rausfahren. Jetzt müsste er in 31er hinlegen. Autsch. So, damit das auch gleich mit der roten Zeit funktioniert, muss ich was ganz Wichtiges machen, und zwar... Jeff, sei leise. Geht in Ordnung. Wetterbericht. Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Wir müssen gleich richtig arbeiten. Klar, mit dem müssen wir auch starten, insofern nicht zu sehr abnutzen, aber bestenfalls kriege ich es einfach auf eine Runde hin. Grad kriege ich die eh nicht mehr. Gut, das wäre vielleicht sogar etwas zu warm. Na egal. Gleich geht's los. Schon mal gut an. Jetzt muss ich auch schnell genug sein. Nicht, dass ich jetzt langsamer als 34 nur bin. Also bisher gefällt mir die Runde sehr. Ich hoffe, das kann ich auch am Ende sagen. Daran stehen wir nicht gut. Was war denn? Oh, 30 Tausendstel noch schneller. Jetzt komme ich zwar raus. Puh, das war noch minimal schneller.
Lass es mal dabei. Mit diesem Reifensatz. Ocon hinter uns. Ja, aber die Skripterei kommt ja noch. Fahrer vor mir. Mit Sicherheit eine 32er. Direkt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 32,9. Wieder 32,9. Fahrer hinter mir. Hamilton hinter dir. Ihre beste nicht mehr Ocon. Rundenzeit beträgt 1,34,0. Mann, das waren ja relativ identische Runden. 300stel Unterschied. Reifentemperatur hätte ich jetzt, die 95 Grad im Schnitt. Vorne, naja, fast. Okay. Ich glaube, ich fahre nochmal raus. Ich wette mir eh nicht nochmal die Rosas holen im Rennen, wenn es gut läuft. Ja. Und so nehmen wir halt auch die angefahrenen, aber. Ich fahr jetzt rein und fahr nochmal raus. Fahrer vor mir. Sainz vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 33,5. 14 wie schneller. Ah, 14 krieg ich nicht mehr gebacken, glaube ich nicht. Mann, mich nervt das, wie ich unterm Hotel verloren habe. Da sehe ich noch das größte Potenzial. Der Sound hat vorhin wieder etwas rumgesponnen in der schnellen Runde, ich hoffe. Es passt dann alles, wenn ich mir die Aufnahmen angucke. Bei Codemasters und dem technischen Hintergrund. Mit der technischen Unterlage, mit der Basis, ist nicht so einfach. Oh, nur noch Sechster. Ja, wir sind halt weit, weit hinten, aber auch noch weit weg von Platz 10. Aber es kommen noch einige mit... Ja, nur noch zwei mit einer bisher gar keinen Zeit. Okay, Auto, Reifen, Quatsch, hier, da. Jum, 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 Q2. Ich glaube, so schnell war ich im letzten Sektor noch nie, aber... Auf Alonso verliere ich ganz viel Zeit im letzten Sektor. Halbe Sekunde. Ja, das hat überhaupt nicht mein Pflaster. Viel zu viele 90-Grad-Ecken. Okay, Strecke ist frei, wir fahren raus. Na, wobei, na, gerade ist sie um uns herum frei. Schaut mal da, beim Hotel. Kommen sie jetzt an? Naja. Kriegen wir schon gebacken. Strecke ist frei. Schön leise sein, Jeff. Wir sind zufrieden mit dem aktuellen Zustand deiner Reifen. Du solltest noch eine Weile fahren können, bevor du dir Gedanken machen musst. Die Reifenverschleißraten sind niedriger als erwartet. Na, dann ist ja gut. Bums. Die fahren gerade selbst alle rein. Jetzt machen sie gerade ihre große Pause, damit sie dann am Ende nochmal schießen können. Aber... ich will auf jeden Fall dem Verkehr aus dem Weg gehen. Noch nicht abfliegen.
letzten Ecken will ich Vollgas geben. Hier ist nämlich noch mein größter Schwachpunkt. Vielleicht finde ich jetzt gerade das entscheidende Gefühl für die nächste Runde. Langsamer rein, aber schneller raus, sagt Jeff. Nicht gut, nicht gut. Zehnter Rückstand geht aber noch. Oh, der Ausgang war gut. Nur noch 200 Rückstand. Na, die Runde kann ich knicken. Scheiße, Mann! Soll ich es riskieren? Ich probiere es. Reifen sind jetzt etwas besser temperiert, Sprit passt noch. Probiere ich. Und aus der Box scheinen sie gerade nicht rauszufahren. Na doch, jetzt fahren sie los. Da war ich vorhin schneller. Jetzt kriege ich etwas Windschatten. Bremst aber. Ja, auf der DDR-Linie. Bist du bescheuert? Mann. Okay. Ja, ungültige Rundenzeit. Kurve abgekürzt. So ein blöder Arsch. Geht er beim Anbremsen richtig in die Eisen, also richtig, richtig. Und das auf der DDR-Linie. Bums. Als wollte er uns innen vorbeilassen. Na toll. Da hätte ich meine Runde auch knicken können. Jetzt müssen wir hoffen, dass die Zeit reicht zum Weiterkommen. Mal gucken, was das Skript dazu sagt. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Fahrer hinter mir. Ocon liegt hinter dir. Hamilton ist vor uns. Zeit beträgt 1:34,0. Fahrer vor mir. Hamilton vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:33,9. So wie wir. Hätte jetzt nochmal fahren können, aber nee. Das muss dann wirklich nicht sein mit der Reifenabnutzung. Ich glaube, wir fliegen raus, aber mal überraschen lassen, was das Skript dazu sagt. Anders als in Russland habe ich das noch erkannt, dass der Vordermann unerwartet langsam wird. In Russland habe ich mir zweimal die Nase angeschlagen. An einem... Welche von beiden Renault war das? Sainz? Egal. Und dann Kimi. Sagt er noch 6 Zehntel Abstand. Normalerweise müsste er damit weiterkommen. 6 Zehntel holt da keiner mehr auf. Zumindest der letzte nicht. Mal gucken, schon 7. Und 10. oder? Ja,
muss ich aber auch schnell genug sein, um mich da recht weit vorne zu platzieren. Ha. Musst du erst mal schaffen. Ausgeschieden Bottas, Verstappen, Räikkönen, Vettel. Boah, die ersten vier. Mercedes, Red Bull und zwei Ferrari und dann Grosjean. Alonso wird sich gar keine Gedanken machen müssen um diesen ersten Platz, um die Pole. Das backt er sich sowas von leicht. Dieses Geschenk. Benzin bleibt so. Ne, eine Runde mehr, weil ich drei Runden am Stück fahren möchte. Reifenauswahl. Q3 Reifen schon drauf. Fertig. Kommen einige vor uns raus. Der Teamkollege nicht. Und sonst ist keiner, also mal relativ Gas geben. Just sehr leise. Verstanden, geht in Ordnung. Abstand nach vorne, nach hinten sieht gerade gut aus. Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Trockenreifen passen gerade am besten. Da kommen Red Bull uns an. Jetzt noch etwas Schlangenlinien fahren und dann schnell richtig Stoff geben in den letzten Ecken. Bin ja mal gespannt, ob ich jetzt meine schnellste Runde drehe an diesem Rennwochenende. Schneller werden. Speziell an diesem Punkt hier muss ich ein grünes Delta haben. Der große Schwachpunkt, letzter Sektor. Vierunddreißig, eins, Mist. Kürzerer Weg als letzte Runde. Jetzt war ich hier zu draußen. Hintermann kommt ran. Nicht gut. Fast 2 Zehntel Rückstand. Mann, ich wollte hier schneller sein.
komme etwas ran. Eine Runde geht gleich noch. Puh. Ich merke schon, wie die Reifen leicht nachlassen. Also ganz leicht nur. Mann. Das muss ich im letzten Sektor wieder 2 Zehntel rausholen. Oder hier beim Ausgang auf die nächste Gerade. Okay, wir sind in dem letzten Sektor. Ich fahre noch eine Runde. Sagen die Reifentemperaturen, etwas geringer kann nicht schaden. Aktuell 7. Mann, ey. Ich wusste nicht, wo ich im letzten Sektor so viel Zeit herholen sollte. Na, Ausgang ist nicht so gut, oder? 200 ist langsamer. Aber hier schneller. Endlich mal Vorlauf. Das wollte ich ja schon Runde 2 gehabt haben. Darf ich es im letzten Sektor nicht vermasseln? Oh, 7 Zehntel mit diesem Schlenker an der 33,4. Eieieiei. Es war noch weit weg, eine halbe Sekunde von Alonso, aber. Die allerbeste Runde in der allerletzten Runde. So muss das im Normalfall immer laufen. Manometer. Ich muss mir das dann nochmal anschauen in Ruhe. Wo ich da genau die Zeit gut gemacht habe. Ich habe schon gemerkt, nach der Doppel-Links im letzten Sektor, also lange zweite Gerade, die wir gleich fahren, dann geht es ja links, rechts, links, links und da hatte ich 4 Zehntel Vorlauf. Aber selbst danach habe ich ja nochmal 4 13 gefunden.
33402. Fahrer vor mir. Fernando vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,32,6. Oh, 8 Zehntel schneller. Jetzt fährt er eine 32,6, aber er dreht zur Höchstleistung auf und ich auch, aber zwischen uns liegen noch Welten. Fahrer hinter mir. Hülkenberg liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 33,6. Aber bei all dem Rückstand, den wir von uns haben, besser kann es nicht laufen. Wir sind aktuell hinter ihm. Gut, es kommt gleich noch das Ende des Qualifyings, Scripterei, aber ich fahre nach außen. Wir hätten von der 7 oder schlechter aus ins Rennen gehen können. Jetzt sind wir erstmal auf der 2. Ja, ich lasse den auch vorbei. Ich muss jetzt generell 4 vorbeilassen. So macht man Platz. Herr Sauber. Keine Ahnung, wer das vorhin war. Jetzt bleibe ich hier stehen. Schnell rüber. Dann fahren wir rein. Update-Session. Also, knapp vor uns in dieser Session sind im Moment Alonso und wir sind vor Hülkenberg, Ricardo und Perez. Die schnellste Runde bis jetzt lag bei 1,32,6. Der kann jetzt nicht optimal Schwung nehmen, aber der wird das jetzt seine schnellste Runde gefahren haben. Angefangen haben. Na, wer ist denn da in der Box? Die beiden McLaren, die gönnen sich die letzte Minute nicht. Wobei, doch irgendwie schon. Aber in der Garage. Mensch, Alonso, wie fährst denn du das zusammen? Diese Rundenzeit ist ja abnormal. Ich würde so gern nochmal meine Sektoren hier gucken. In der Übersicht, in der Gesamtübersicht. Nicht hier dann beim Endergebnis. Da könnte ich auch bei jedem nochmal auf die schnellste Runde schauen, aber die Übersicht hier ist mir lieber. So, Zeit gleich zu Ende und jetzt so sehen wir es nochmal. Ich werde jetzt nicht alles analysieren können. Keinen Sektor schneller als Alonso, aber ich habe mal alles eingeblendet. Und wir können uns auf ein spannendes Rennen morgen freuen. Ihre Top 3 sind Hülkenberg, Leclerc und Daniel Ricciardo. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Auf einmal ist Alonso nicht mehr Erster, sondern Fünfter mit fast sieben Zehntel Rückstand auf Hülkenberg und mit 13 Leugchen auf Leclerc. Also da hat das Skript heute mal richtig zugeschlagen zum Finale. Zum finalen Qualifying. Wir auf der 10. Oh, oh Mann, ey. Count Masters. Ich hoffe, ihr habt das bei F1 2019 besser gemacht. Wobei meine Hoffnungen sind da relativ gering. Aber das ist jetzt wieder bitter. Ich hatte absolute Gänsehaut nach der letzten Runde mit dieser 33-4. Und jetzt sehe ich da, wir stehen damit auf der 10, von 2 auf 10. Und Alonso hatte eine Fabelzeit und der wurde nochmal um 7 Zehntel unterboten. Das ist Mist, Codemasters. Also, das kann nicht anders als blöd gescriptet sein. Das ist ärgerlich. Von der 10, ich hätte mir das ja sparen können. Ich glaube, das ist öfter gewonnen. Hülkenberg auf der 1, Leclerc auf der 2, das ist phänomenal gut, aber ich glaube nicht, dass er das wirklich fahren kann. Ricciardo auf der 3, dann Perez auf der 4, Alonso auf der 5, Sainz auf der 6, Ocon auf der 7, Ericsson auf der 8, Hamilton auf der 9 und wir auf der 10. Hülkenberg ist jetzt aber auch weit vorne. Wenn er wenigstens Siebter wäre, dann würden die 4 Superteams oder Superautos das Rennen richtig aufrollen müssen und so sind es 3 von 4 Autos. Und Hülkenberg kann sich davon in die Nase wegfahren. Eine goldene, eine schwarz-gelbe. Also, puh, Codemasters, das ist sehr, sehr unbefriedigend. Da hat sich das Spiel mit diesem letzten Qualifying nochmal ein Highlight gegönnt. Ein Highlight im negativen Sinne. Das ist wirklich sehr schade. Gänsehaut nach dieser 33-4 und dann auf den allerletzten Platz gestellt werden. Das kann einem die Laune verderben, aber nicht wirklich, denn wir haben im Rennen was zu tun. Also Alonso, Sainz ebenso, aber Hülkenberg eben nicht. Vielleicht kann er sich aber gar nicht wirklich entscheidend absetzen und vielleicht brechen wir nach vorne. Aber das sehen wir mal und bis dahin macht's gut und tschüss.